und willkommen zurück zu Parker and Lane Twisted Minds. Wir sind mittlerweile bei Folge 7 oder bei Level 7 angekommen, nicht Folge 7, Level 7 angekommen. Und werden mal gucken, was uns da erwarten wird. Suche nach der Mordwaffe. Ja gut, wir haben jetzt einen weiteren Mord aufzuklären. Wir gucken mal. Detektiv Parker, bringen Sie mich auf den neuesten Stand der Ermittlungen. Gerne. Wir haben Blut, Haare, Fingerabdrücke und Stiefelabdrücke am Tatort gefunden. Am meisten interessiert uns im Moment die fehlende Mordwaffe. Es scheint, dass vielleicht eine Säge benutzt wurde. Allerdings müssen wir noch auf den Autopsiebericht warten, um Sicherheit zu haben. Keine Mordwaffe? Dann können wir aber nur schwere... Unsere nächsten Schritte umfassen die Suche nach der Mordwaffe und das Zurückverfolgen des Handys von Kylies Mutter. Gute Arbeit, Detektiv. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Den Typen mag ich jetzt schon nicht. Konzentrieren wir uns auf diese Zauberkisten. Keine Alltagsgegenstände. Möglicherweise können wir den Laden finden, der sie verkauft hat. Ja, vielleicht. Okay. So, du musst dahin und ich muss ein bisschen putzen, ja? So, dann gehen wir da mal putzen. Die schicke ich jetzt dahin. Okay, dann gehe ich da weiter putzen wahrscheinlich. So, dann schicke ich das zu ihr. Und dann fülle ich hier mal eben auf. Dann gehe ich dahin. Die schicke ich dahin. Dadam, dadam. Was? pH-Wert-Minispiel. Bricht einen Probenehmer aus dem pH-Zettel heraus. Reibe für den Test den Probenehmer auf, dass die Substanz dort. Okay. Okay. So. Okay. Gut. So. Dann suchen wir da mal weiter. Erstmal haben wir das Mäuschen gefunden. Brauchst du noch etwas? Nee, dann kann ich ja erstmal weitermachen hier. Hast du die Mordwaffe gefunden, ja? Reiben. Dann brauchst du das Thermometer, wofür auch immer. Du gehst dahin. Du brauchst die Pinzette. Und du willst mit mir reden. Okay. Hat sich das wieder irgendwie woanders hingesetzt, das Teil? Das ist ja... Naja, was soll man dazu sagen, ne? So, pH-Wert. So. Einmal das, das, denn das. Und dahin. Denn, Moment. Kommst du dahin? So, und du brauchst auch die Kamera. Kriegst du von mir, natürlich. So, und dich schicken wir dahin. Du brauchst das. Einmal reiben. Und ich brauche nochmal die Kamera. Und dann nehme ich das gleich mit. So. Na. Die schicken wir jetzt direkt dahin. Da läuft übrigens Öl oder sowas aus. Keine Ahnung, sieht zumindest wie Öl aus. Also weiß natürlich nicht, ob es welches ist. Es sieht halt nur wie Öl aus. Das war es doch nicht, oder? Nee, ich dachte schon gerade, das war's. Da bin ich aber sehr schlecht diesmal, habe ich gerade gedacht. Okay. Dann kriegst du einen davon und dann reiben wir. So und dann so. So und dann brauchen wir das ganze Set zweimal. So, warte. Da. Du brauchst es auch nochmal und die Ermittlung ist beendet. Okay. Ja, ich bringe dir das und dann bringe ich dir das. So, und dann seid ihr wahrscheinlich fertig. Nee, noch nicht. Du willst noch was von mir. Okay. Und 3 Sterne. Cool. Alles aufgefüllt. Noch besser. So. Folgendes wissen wir bisher. Erstens, wir wissen, dass der Mörder seinen Opfer zwingt, Entscheidungen zu treffen. Zweitens, der Mörder benutzt ein Handy für seine Anrufe, das er anschließend ausschaltet. Drittens, der Mörder ist so klug, am Tatort keine Spuren zu hinterlassen.
Vielleicht hat Budget ja inzwischen neue Infos. Eventuell hat der Mörder kürzlich wieder irgendwo angerufen. Es wäre ein Versuch wert. Budget, irgendwelche Neuigkeiten über das Handy, Anrufe oder andere Aktivitäten? Hatte ich auch nicht erwartet. Okay, behalte es im Auge und ruf mich sofort an, wenn du einen Standort hast. So wie es aussieht, müssen wir das wohl auf die altmodische Weise lösen. Oh ja, wie sieht diese altmodische Weise denn aus? Also, ich lehne mich entspannt zurück und sehe gut dabei aus. Und du machst all die cleveren Detektivdinge. Toll. Das hättest du wohl gern. Los, wir haben viel zu tun. Geil. Ich sehe gut dabei aus und du machst die ganzen Detektivdinge. Hallo? Der macht ja momentan überhaupt nichts. Das bringt mir ja nichts. So. Wie geil. Okay, da kann ich gerade nichts weiter freischalten. Dann machen wir weiter mit Level 8. Erhalte Beweismittel und lager sie ein. Okay. Dies ist mein Labor, in dem ich alleine arbeite und all die anderen Forensiker unterstütze. Es gibt hier nur eine Tür, die gleichzeitig als Ein- und Ausgang dient. Jeder, der meine Hilfe braucht, kann einfach hereinkommen, einen Platz am Tresen wählen oder darauf warten, bis ein Platz frei ist. Okay, an die Arbeit. Okay. Wie weit können wir denn auffüllen? Chief, sagen Sie jetzt bitte, dass Sie Helfer im Schlepptau haben. Im Doppelpack. Diese beiden Jungs sind im selben Forensikprogramm Masterstudenten. Hervorragend. Praktikanten, ihr wisst hoffentlich, was es heißt, Praktikant zu sein. Stundenlanges Arbeiten ohne Bezahlung. Manchmal übel versagen ohne Bezahlung. Geil. Okay, gut. Genug von diesem neunmal klugen Gerede. Geil. Wo sind die Beweismittel? Hier, bitte, Chief. Das ist der Großteil der Sachen, die Detektiv Parker hergeschickt hat. Okay. Die Fotos der Opfer und des Tatorts haben wir digital empfangen. Also gut, nach dem Semesterschluss gibt es eventuell eine offene Stelle. Gebt euer Bestes. Möge der bessere Mann gewinnen. Okay. Okay, dann füllen wir mal nebenbei auf. Kann ich denn das hier auffüllen? Keine Ahnung. Ist das jetzt... Achso, okay. Bakterien-Minispiel. Überprüfe die Bakterien, die du links siehst. Tippe rechts auf die Bakterien, die du durch das Mikrofon siehst, um sie zu identifizieren. Okay, dann das hier. Okay, du brauchst das und das. Ich weiß immer noch nicht, wo... Ah! Ich habe das Paket verpasst, Leute. So ein Mist. Ah, ich hoffe, dass das nochmal kommt. Nicht, dass ich es jetzt verpasst habe. Ach, so ein Mist. Ach, die muss ich wieder abkassieren? Okay. Das ist verwirrend. Okay, erstmal gehe ich dahin. Dann mache ich das. Dann kommt... Einmal Kaffee. Ich muss euch wieder abkassieren. Das finde ich irgendwie verwirrend, ganz ehrlich. Okay, du brauchst das. Okay, du brauchst das. Warte, einmal so, einmal so, einmal so, so und so und so. Dann willst du das Paket abgeben und ich muss gleich mal die Leute mal hier weggeleiten. Okay, ich weiß immer noch nicht, wo ich das hier auffüllen kann, Leute. Muss ich dann nochmal herausfinden. So, einmal das und das und das. Einmal so und so. Einmal das. Und nochmal das. Jetzt willst... Oh, jetzt ist der schon wieder weggegangen. Den sehe ich zwischendurch gar nicht. Das ist echt anstrengend. Oh, toll, Leute. Ernsthaft. Wenn man den zwischendurch nicht mal sieht. Wenn man da gar nicht so drauf achtet. Schlimm. Wie kriege ich das denn wieder aufgefüllt? Wo kriege ich denn das wieder aufgefüllt? Das ist jetzt irgendwie verwirrend. Oh, ich habe gerade festgestellt, dass meine Herzen hier versagen.
Jaha. Oh. Leute, ich glaube, ich mache das Spiel hier gleich. Also nochmal. Jetzt habe ich ja so ein bisschen raus. Aber wo kriege ich das denn aufgefüllt? Ich weiß es nicht. Füllt sich das da auf mit? Ja. Okay. So ein Mist. Das hätte man doch wissen müssen. Ob ich da jetzt noch das schaffe, das glaube ich nicht. Wenn denn nur ganz knapp. Ganz ehrlich, Leute. So, warum wollt ihr immer alle Kaffee haben? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als von mir Kaffee zu verlangen? Na, lass mich doch mal da hingehen. Boah, ich habe aber noch ganz knapp die 3 Herzen erreicht, Leute. Ich bin ja echt baff. Warum gehst du denn nicht weg? Geh doch auch weg. Hm, okay. Okay, das war aber wirklich knapp mit den 3 Herzen, glaube ich. Beziehungsweise 3 Sterne hier. Moment mal, wo ist die Mordwaffe? Detektiv Parker sagte, dass sie nicht am Tatort war. Okay, auf den Fotos sind grobe Schnittwunden zu erkennen. Es muss sich um eine gezackte Klinge handeln. Die Mordwaffe war eine Säge. Ist das ein Scherz, den ihr als eure Praktikanten spielt? Oh genau, wie in dem Film, wie heißt er nochmal? Meinst du Saw? Oh ja, das muss ein Streich sein. Sehe ich so aus, als ob ich lache? Und keine Annahme? Es könnte eine Säge oder etwas anderes sein. Nehmt das ernst, wir müssen ein Verbrechen aufklären. Okay. Ja. Machen wir mal. Sende mehr Beweise ans Labor. Okay. Hey, Parker, Lily. Dich scheint das hier alles ganz schön mitzunehmen. Nun ja, schließlich ist es doch auch ein ziemlich grausamer Doppelmord. Aber vermutlich steckt noch mehr dahinter. Ich dachte, dass ich etwas wiedererkannt hatte. Okay, was denn? Entschuldigt die Unterbrechung, wer ist denn das? Achso. Was gibt's denn schief? Neuigkeit aus dem Toxikologielabor. Die Blutproben stammen von den beiden Opfern. Es wurden keine DNS gefunden. Wie sieht es mit den Haarproben aus? Einige davon erscheinen mir sehr ungewöhnlich. Ich werde dafür sorgen, dass deren Untersuchungen Priorität hat. Seht ihr euch in der Zwischenzeit noch einmal hier um? Werden wir tun. Danke, Chief. Werden wir machen. Ich glaube, jetzt habe ich einen zu viel genommen. Nee, war doch richtig. So, okay, dann laden wir das mal auf. Ach so, warte. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Muss ich mal ganz genau gucken, was ich denn da eigentlich brauche. Ich habe die Maus gehört, aber noch nicht gesehen. Ach so. Er braucht das andere Ding gar nicht. Okay. Denn halt so. Mensch, ich habe aber auch die Maus gehört. Ich muss sie nur gleich wiederfinden. Warte. Nee, da war es doch schon. Nicht wieder weglaufen, sonst laufe ich mit hier. Warte mal, ich habe eins, glaube ich, noch davon in Dings drin. So, einmal den Streifen darüber reiben und Punkt, genau. So, was brauchst du? Ist das das Richtige? Nein, ist es natürlich nicht. Denn halt so. So. Jetzt muss ich nochmal warten, bis die Maus gehört. Maus gesehen. So. Einmal dahin, einmal dahin. Hm. Ach. So, okay. Einmal da, einmal da. Und du brauchst nur das.
mal eben auffüllen. Einmal dich dahin schicken und einmal dich dahin schicken. Und du brauchst auch wieder nur das halbe Teil, ne? Es ist immer schwer zu sehen, was nun richtig ist und was falsch ist, Leute. So. Einmal das, dann schicken wir dich dahin und das könnte das hier sein. Nein, ist es natürlich nicht. Da brauche ich wieder das komplette Teil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, einmal das. Und ach, da. So, und einmal dahin. Wo ist denn jetzt das zweite wieder hingekommen? Oh, ernsthaft, euer... Oh, Mann. Jetzt hat es mir schon wieder einen geklaut. Hier ist doch schon wieder nur einer, oder? Warum? Wie doof ist das denn? Und ich habe doch noch so viel Zeit. Und trotzdem habe ich nur noch einen einzigen. Nicht, dass ich jetzt hier einen übersehe. Könnte ja nur mir passieren. So, füllen wir das Ganze mal auf und dann schicken wir dich dahin und du brauchst das ohne das Teil. Puh, puh, puh. Okay. Sie braucht das auch ohne das Teil. So, und dann einmal dich dahin und dann so. So, so. Ach, du brauchst es auch wieder ohne das Teil. Warum habe ich eigentlich nur einen so ein Teil momentan? Das ist doch echt doof. Okay, die nächste. So, und du hast nur die Taschenlampe. Jetzt brauche ich das. Okay, die nächste. Das ist wie so ein... Weiß ich nicht. Die nächste und die nächste. Okay, du brauchst die komplette Kamera. Mit mir reden. Kann ich dir natürlich auch anbieten. So. Geschafft. Stella, soll ich sie auf Lautsprecher stellen? Parker? Gute Neuigkeiten. Endlich etwas Fortschritt. Schieß los. Wir haben eine Haarprobe gefunden, von der wir glauben, dass es sich um Barthaare handelt. Anhand der Fotos der Opfer konnte ich sehen, dass das männliche Opfer keinen Bart hatte. Gut aufgepasst, da muss es sich um das Haar einer dritten Person handeln. Hat die Datenbank schon irgendwas ausgespuckt? Noch keine Treffer. Wir müssen einen Verdächtigen finden, um eine Übereinstimmung zu bestätigen. Budget ist auch hier. Er sagt, dass der Mörder das Handy eingeschaltet hat. Ausgezeichnet. Irgendwelche Spuren? Hier ist Budget. Ich fange jetzt eine Spur auf. Anscheinend befindet er sich in einem Radius von einer Meile von eurem aktuellen Standort. Wir werden in Kürze einen genauen Standort haben. Okay. Lass uns diesen Verrückten fangen und die Sache hier beenden. Das kannst du dreimal sagen, Budget. Sorge dafür, dass wir eine exakte Adresse haben und ruf mich dann zurück. Okay. Das klingt gefährlich. Also da solltet ihr echt ein bisschen aufpassen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. So, weiter mit Level 10. Versuche, die Gegenseite zu einer Aussage zu provozieren. Okay. Parker? Oh, hallo Budget. Was hast du für mich? Was? Du sagst, dass es in diesem Haus ist? Okay. Da liegt doch ein Handy. Aber dann hätten wir es doch inzwischen längst gefunden. Da liegt doch ein Handy. Also gut, wir werden nochmal alles durchsuchen. Hört alle zu, wir müssen ein Handy finden. Es soll in diesem Haus sein. Da liegt doch ein Handy. Teilt euch auf und durchsucht den Bereich. Da liegt doch ein Handy. Okay. Was? Wie heißt die Aufgabe? Versuche, die Gegenseite zu einer Aussage zu provozieren. Okay.
Okay, okay. Das heißt, das Handy klingelt dann wahrscheinlich, weil es da liegt. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass das ein Handy ist, was da liegt. So. Okay, da kommt jetzt erstmal gar nichts. Ja, gut. Werden wir einfach mal ein bisschen warten. So, die schicke ich dann direkt dahin. Du bekommst das. Das nehme ich dann gleich zweimal mit. Maus. Handy. Dann nehme ich dann auch gleich zwei mit. Die fülle ich dann auch gleich wieder auf. Ach, ich will immer drücken. Ich vergesse immer, dass ich reiben muss und nicht drücken muss oder halten muss oder wie auch immer. So, du brauchst die halbe Kamera. Das hört sich auch an. Du brauchst die halbe Kamera. Ja, aber so sieht es ja so ein bisschen aus, dass ich die halbe Kamera brauche. So, dann gehst du mal dahin. Einmal grün. So. Dich schicken wir dahin. Du brauchst das komplette Set. Und für dich nehme ich das mit. So, ich muss jetzt erstmal... Achso, dann muss ich jetzt erstmal anscheinend reiben. Was? Habe ich nicht das Richtige mitgenommen? Oder muss ich das Ganze gar nicht... Hä? Doch. Hä, was war das denn jetzt gerade? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay. Muss man nicht kapieren. Wir reiben. So, sie braucht aber nur wieder die halbe Kamera. Und danach geht sie direkt dahin. Irgendwie fotografiere ich immer das Gleiche. Kann das sein? Dabei habe ich hier noch nicht einmal gesehen, dass hier irgendwo Karten sind. Das ist verwirrend. Na gut. Mir fehlt hier deutlich die Musik, Leute. Während des Spielens nebenbei. Das ist viel zu ruhig. Dieses Blub von irgendwelchen Wasser, das ist echt, ja, weiß ich nicht. Und einmal nochmal die komplette Kamera. So, und einmal dahin. So, und dann schicken wir dich dahin. Mich schicken wir dahin. Und danach schicken wir mich dahin. So, haben wir lila. Haben wir einmal das. Okay, wir müssen an beiden jetzt kurz mal dahin. Ich kann sie gar nicht irgendwo hinschicken. Schicken wir sie jetzt dahin. Du möchtest auch das Teil haben. Was möchtest du denn haben? Dann warte ich nochmal kurz ein bisschen. Okay. Zumindest nichts, was ich dir bringen kann. So. Okay, dann brauche ich das. Und dann schicke ich dich dahin. Und dann brauche ich das. So, du kannst dann direkt dahin gehen. Dann brauchst du das. Dann füllen wir den einen nochmal wieder nach. Einmal reiben. Das sah gerade aus, als ob sie von mir niederknien würde. Okay. Wo ist er denn jetzt da? Ach so. Ich habe wieder nur noch einen. So, dann schicke ich dich jetzt dahin und du brauchst die halbe Kamera. Das hört sich immer an, wenn ich das sage, die halbe Kamera. Aber anders ist das ja leider nun mal nicht. Das ist ja eben die halbe Kamera. Ich stehe direkt neben dir, also ich mach mal, ne? So. Bei der einen Aufgabe habe ich ja nur zwei Herzen, das ärgert mich immer noch. Nimmt jemand ab oder klingelt es einfach nur?
Einmal das eine und dann wieder das andere. Es wird aber nie gesprochen. Der Mörder ist nicht allzu clever. Warum nicht ein Wegwerfhandy verwenden? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht will er... sich ja ergeben. Wir sind selbst unseren schlimmsten Feinde. Wusstest du das, Lilly? Oh, natürlich weißt du das. Ich sehe das in deinen Augen. Hat dir meine Handarbeit gefallen? Das Arbeiten mit einer Knochensäge ist nicht einfach. Sie bewegen sich, wenn sie noch am Leben sind. Wer zum Teufel sind sie? Wer ich bin? Warum fragen wir nicht unsere kleine Lilian hier? Okay. Wir kennen uns schon lange. Du erinnerst dich doch noch an deinen Onkel Jacob, oder Lilly? Pfannkuchen. Gibt es irgendwas Besseres als Pfannkuchen zum Abendessen? Kleine Lilly, du bist so niedlich. Was möchtest du, Lilly? Sirup auf deinen Pfannkuchen? Okay. Nein, nein. Wir müssen unsere eigene Entscheidung treffen, Lillian. Sieh, ich zeige es dir. Hä? Sprich dort Mr. Ronald Parker. Mein guter Ronny, Junge. Ich habe hier zwei Kinder bei mir, die du, glaube ich, kennst. Okay. Ach komm schon, nicht weinen. Große Jungs weinen doch nicht, Ron. Also, weil ihr Vater sie verloren hat, muss ich jetzt als Ersatz einspringen. Du weißt schon, ihnen Lektionen fürs Leben beibringen und so. Wir reden hier über die Notwendigkeit, einer Wahl zu treffen. Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Die Welt ist voller Entscheidungen, nicht wahr, Ronald? Also, ich habe direkt eine ganz aufregende für dich. Ich werde eines dieser armen Kinder vor, nun ja, mir retten. Das andere, ach, du weißt ja, wie solche Geschichten enden. Und du wirst mir sagen, wen ich retten soll. Bist du bereit? Okay, das nenne ich mal krass. Wir haben jetzt natürlich diese, diese Nebenaufgaben hier freigeschaltet. Die allerdings, meine Lieben, werde ich im nächsten Video spielen. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, ciao, ciao!